So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Donnerstag, den 16.12.2021. Gemeinsam mit Marc, jetzt wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und die Fed hat, wie versprochen, geliefert. Hat ehrlich gesagt mehr geliefert, als ich es für möglich gehalten hätte. Ja, Taper-Geschwindigkeit tatsächlich verdoppelt von 15 Milliarden ursprünglich angekündigt auf nun 30 Milliarden. Aber, und das ist das, was dann sehr interessant war, also wir haben zwar verhalten reagiert, aber dann doch sehr deutlich reagiert, der Kursverlauf, nicht nur im Hinblick auf den DAX, wie wir es ja zu sehen bekommen haben, sondern ganz besonders natürlich S&P und ganz besonders die Tech-Titel, Nasdaq und Co., haben gezeigt, das war größtenteils eingepreist. Ich finde die Reaktion wirklich mega stark. Also wenn es einen Startschuss für eine Jahresendrallye gegeben hat oder für eine kleine Weihnachtsrallye oder dergleichen, dann haben wir den jetzt ganz klar geliefert bekommen. Gestern sehr deutlicher Schluss oberhalb von 4.660 Punkten. Ich hatte das kurz ja bei Twitter eingefangen gehabt im S&P 500 als Schlüssellevel, haben einen deutlichen Schluss oberhalb von 4.700 Punkten zu sehen bekommen. Und jetzt erinnern wir uns kurz daran, jetzt erinnern wir uns kurz an die Beobachtung von letzter Woche und in diesem Zusammenhang das sogenannte Quad-Witching beziehungsweise den großen Verfall am Optionsmarkt hier und das hohe Level in Bezug auf das Short Interest geschriebener Calls, also auf die 4.700er Marke. Da könnte jetzt durchaus ein Absicherungsbedarf an dieser Stelle entstehen, der dann diese Aufwärtsbewegung noch weiter trägt. Und da wird es dann heute wahrscheinlich sehr interessant werden, ob wir nicht sogar vielleicht auf neue Allzeithochs durchstoßen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also eigentlich ein restriktiver geldpolitischer Kurs. Drei Hikes in 2022, drei Hikes in 2023, die der Dotplot suggeriert. Also auch aus der Perspektive eigentlich ein verhältnismäßig hawkisches Bild, also einen restriktiven geldpolitischen Kurs favorisieren und dass die Aktienmärkte derart bullisch darauf reagieren, zeigt aktuell, dass man offensichtlich sich darauf verlässt, dass selbst wenn es mal turbulenter werden sollte oder Notwendigkeit besteht, dass man dann seitens der Fed Gewehr bei Fuß steht. Gold ebenfalls stark bullisch, also initial bearish. Ich hatte schon so ein bisschen überlegt, vielleicht gibt es nochmal einen Test der Jahrestiefs und auch die Saisonalität, die bullische im Hinblick auf Gold, die fällt dieses Jahr aus, aber ganz im Gegenteil, wir haben zwar bis jetzt noch nicht die 1800 zurückerobert, aber das könnte durchaus noch was werden. Auch da werfen wir gleich natürlich einen Blick drauf. Und bevor wir offiziell starten, wie gewohnt erstmal hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, womit man sich zunächst auseinandersetzt. Teste man zunächst einmal via eines Demos risikofrei 100 Bar auf markets.com/de. Schaue, ob dann der Handel sich für einen eignet. Wenn die Frage da mit Ja beantwortet werden kann, Risikoprofil passt, beziehungsweise auch das entsprechende Verständnis für das Produkt, dann ist der Weg zum Live-Konto schnell gegangen. markets.com/de, da findet ihr nicht nur die Möglichkeit, eine Demo runterzuladen, sondern auch natürlich den vollständigen Risikohinweis. Darüber hinausgehende Fragen zur gesamten Produktpalette von Markets, auch physische Aktien, ETFs und dergleichen, gerne per E-Mail an die Elena. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Dann stellt sie am liebsten besten gleich hier im Livestream, den wir jetzt hier abfahren. Alternativ, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne unterhalb des Videos eure Fragen posten. Eure Einschätzungen auch tatsächlich. Darüber hinausgehend noch die Möglichkeit, über meine Webseite mit mir in Kontakt zu treten. jk-trading.com/forum. Dort habt ihr täglich eine Trading-Chatbox. Discord-Community ist auch eine Möglichkeit. Was noch? E-Mail, jklatt@jk-trading.com und natürlich Twitter, wie gerade eben auch schon erwähnt. So, das wäre es zur Einleitung gewesen. Einmal hier der Blick dann auf den DAX in der MarketsX Handelsplattform und ich mache kurz Folgendes und zwar ein bisschen aufräumen und ich fällt gerade auf, das wäre vielleicht ganz gut an der Stelle, wenn ich Guten Morgen Traders schriebe. So viel Ordnung muss sein. Also da, wo es jetzt gerade Bling gemacht hat, da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier. Hier wird alles gut gestreamt. Ja, da kommt auch alles an. Und dann gucken wir hier nochmal ganz kurz bei Twitch. Apropos Twitch, da kann ich auch mal ganz kurz den Link einstellen. Und zwar gab es bis dort da noch nie Probleme mit dem Stream. Also sollten hier bei YouTube Schwierigkeiten auftreten, geht gerne rüber auf Twitch. Da wird das weiter gestreamt, wie gewohnt, in entsprechenden Qualität. Natürlich abhängig vom Internet und von der Internetverbindung. Das ist natürlich jetzt sowohl für Twitch als auch für YouTube relevant. Aber sonst gab es da noch keinerlei Schwierigkeiten. Und nunmehr wäre es das eigentlich im Großen und Ganzen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht zunächst einmal vielleicht einen Blick werfen sollten.
können wir ganz kurz hier einen Blick auf den DAX werfen, bevor wir dann gleich erstmal zu den Einzelheiten dieses Fed-Statements von gestern kommen. Dieser Bullishness, also wir sehen gestern zunächst Abgabedruck. Wir haben um 15.500 Punkte uns pendelnd gezeigt. Eine große Volatilität gab es, zu der kam es nicht. Hatten ja am Vortag, also das heißt, jetzt heute ist Donnerstag, Dienstag, schon einmal diese Region hier angelaufen, um 15.400 Punkte. Ich hatte das ein bisschen höher eingestuft gehabt, das Level, nach dem Unterschreiten der 15.600er Marke, was dort auch am Dienstag auf den Weg gebracht worden ist, wo ich sagte, der Bereich roundabout 450 bis 500 als nächstes Ziel. Wir sind ein bisschen überschossen, konnten diesen Bereich halten, was erstmal grundsätzlich, wenn man hier oben auf den Stundenchart schaut, zeigt, dass das ein potenzieller Retest der Ausbruchregion schon von letzter Woche am Dienstag tatsächlich war, diesem entsprach. Und dann hing eben alles von der Fed ab und der Reaktion auf die Fed. Ich hatte grundsätzlich diese Bullishness zwar erwartet, allerdings hatte ich einen anderen Treiber, nämlich, wie ich gestern schon dargestellt hatte oder auch in den letzten Tagen, wo ich sagte, ich erwarte eigentlich eine recht dovische Haltung, dass man erstmal so ein Wait and See eben tatsächlich auf den Weg bringt. Also das heißt, der Markt erwartet eine restriktivere Haltung, vielleicht auch ausgehend von den Kommentaren von Jay Powell vor dem US-Kongress zu Beginn des Monats. Und infolgedessen ist es so, dass dann eine entsprechende dovische Haltung, in dem Fall also ein in Aussicht stellen, dass man erstmal 15 Milliarden pro Monat tapert bis Mitte nächsten Jahres, maximal zwei Zinsanhebungen, um jeweils 25 Basispunkte, dass das in Kombination dann mit dieser Fehlpositionierung vielleicht oder diesem Erwischen auf dem falschen Fuß dieser restriktiveren Marktteilnehmer, dass das dann eben der entsprechende Treiber für eine Bullishness ist. Tatsächlich ist das, was wir jetzt zu sehen bekommen haben, nochmal um ein Vielfaches stärker sogar. Also wir bekommen nämlich in dem Zusammenhang hier eine Bullishness zu sehen, die trotz einer verhältnismäßig restriktiven Haltung sich herauskristallisiert hat, wo wir aktuell zumindest mal vielleicht so eine Reaktion sehen, das war größtenteils eingepreist, so könnte man das vielleicht auch sehen. Also ich habe jetzt hier gar nicht explizit einen Tweet herausgehoben, sondern ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal hier mein Twitter-Feed aufgemacht. Ich stelle mal ganz kurz vielleicht einmal hier ein. Und wir gehen einfach mal ganz kurz die einzelnen Statements durch, weil es nicht nur eins ist. Also erstmal das, was erwartet werden durfte. Leitzins unangetastet geblieben. Das heißt also Leitzins bis dato bei 0 bis 0,25%. Und das, was interessant war, da gucken wir gleich nochmal expliziter drauf mit dem sogenannten Dot-Plot, nämlich Fed Officials see three rate increases in 2022. Also das heißt, drei Zinsanhebungen in 2022. Erinnert euch dran, wir hatten gestern im Fed Watch Tool und auch in den letzten Tagen eigentlich schon genau solch eine Erwartungshaltung seitens des Marktes sich widerspiegeln sehen. Also das ist das, was damit gemeint ist, wenn ich von eingepreist sein spreche. Das, was aber dann eigentlich, ja, Knaller will ich jetzt nicht sagen, war, aber das, was eben an der Stelle mich zumindest überrascht hat, das habe ich dann auch hier in dem darauf folgenden Tweet, hatte ich das so geschrieben gehabt, kurz nach der Reaktion, also das steht jetzt leider keine Uhrzeit, ich gucke mal ganz kurz, wenn ich draufklicke, steht dann, ja, 8.10 Uhr Nachmittag, also das ist US-Zeit, nicht US-Zeit, Quatsch, das ist europäische Zeit, 8.10 Uhr ist aber 20.10 Uhr. Da können wir gleich mal kurz den Zeitstempel nehmen und da drauf schauen. Also dieser Tweet, der kam, bevor diese Rallye initiiert wurde, war zunächst verhalten, deswegen war ich mir nicht so ganz sicher, ob das schon größtenteils eingepreist war. Was zunächst einmal positiv war, war mit Sicherheit, dass es keine sofort scharfbärische Reaktion gegeben hat, weil wir schon auch besonders im Tech-Bereich zum Beispiel, wir können gleich mal einen Blick werfen auf Roku zum Beispiel, wir hatten in dem Zusammenhang schon relativ schwache Vorgaben, auch Tesla, also auch der Tech-Bereich grundsätzlich war relativ stark unter Druck gewesen, Nasdaq 100. Und es kam aber links durch diesen dann potenziell bärischen Trigger, kam keinerlei weitere sogenannte Bearishness auf. Also das heißt, wir haben da nicht mehr auf der Unterseite beschleunigt. Das war so ein erstes Indiz, was sich dann in diesem Tweet widerspiegelt. Ganz kurz zurückkommt, also Double Space of Bond Taper to 30 Billion from 15 Billion. Also das heißt, wir verdoppeln die Reduktion der Anleiheaufkäufe, die aktuell im Rahmen von 120 Milliarden pro Monat laufen, von 15 Milliarden jetzt runter auf 30 Milliarden. Erinnert euch dran, vor 6 Wochen, als die letzte Fed-Sitzung war, da hatte man eine Ankündigung gemacht, dass man die Anleiheaufkäufe um jeweils 15 Milliarden pro Monat reduziert, was dann bedeutet hat, wenn man das runtergerechnet hat, runtergebrochen, dass wir Mitte nächsten Jahres, also so im Juni, Juli ungefähr, dass wir hier in diesem Zusammenhang eben eine Rückführung auf Null erwarten hätten dürfen. Und dann, da ausgehend hiervon gesagt wurde, und das wurde gestern auch nochmal bestätigt in den Worten von Jay Powell, dass der nämlich sagte, man fährt erst die Anleiheaufkäufe auf Null zurück und dann kommen Zinsanhebungen. Und das
Ich finde es interessant, dass das Erwähnung finden muss, weil erstmal in dem Zusammenhang, dass ein zutiefst nicht nur manipulierender, sondern auch zutiefst dovischer Weg ist, Geldpolitik zu betreiben, Quantitative Easing, das heißt also Anleiheaufkäufe zu kaufen, zu initiieren und dadurch eben langfristige Zinsniveaus oder je nachdem durationstechnisch, was man auch immer plant zu beeinflussen dort zinstechnisch, also das heißt die Laufzeit, die da eine ganz wesentliche Rolle spielt, welche Zinsen ich dort eben entsprechend noch weiter drücken möchte. Dass das Erwähnung finden muss, dass man nicht in solch ein QE hinein oder noch bestehendes QE hinein, sei es auch noch so klein, eine Zinsanhebung hineinbringt. Das zeigt allerdings auch in gewisser Form wiederum, würde ich sagen, die Absurdität dieser Geldpolitik und welche Niveaus wir mittlerweile schon erreicht haben. Aber er betonte das gestern nochmal ganz explizit und ich hatte das schon zwischen den Zeilen mitschwingen lassen. Ich habe es, glaube ich, so explizit noch nie gesagt, aber zumindest mal steht für mich außer Frage, dass man auf null die Anleiheaufkäufe zurückführt und dann eben die Zinsanhebung auf den Weg bringt. Deswegen die zweite Jahres Hälfte. Und das Interessante war jetzt in diesem Zusammenhang, dass durch diese Verdoppelung eben folglich es 4 Monate dauert, bis wir auf null runtergefahren sind, ausgehend von dem sich derzeit aufbauenden Inflationsdruck. Sprich, anders formuliert, man beginnt jetzt mit 30 Milliarden und ist dann in Anführungsstrichen im März durch. Also das heißt, im März gibt es keinerlei QE-Programm mehr seitens der Fed. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass man, und dazu habe ich jetzt mal hier das Fed-Watch-Tool aufgemacht, das sorgt dafür, dass wir bereits im März seitens des Terminmarktes mit einer jetzt Wahrscheinlichkeit von über 60%, also mehr als die Hälfte der hier Marktteilnehmer im übertragenen Sinne, die befragt werden, beziehungsweise ausgehend von den extrahierten Kennzahlen hier aus optionstechnischer Sicht, eben einen Zinsschritt schon um 25 Basispunkte erwarten. Tatsächlich gibt es schon einige, die hier, man kann sehen, das ist zwar eine Minderheit, das sind nur 15 oder beziehungsweise 16%, aber die sogar eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte an der Stelle erwarten. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, gegeben dem derzeitigen Ausblick beziehungsweise auch der Intention seitens der Fed, möglichst die Volatilität im Markt möglichst niedrig zu halten. Was zu erwarten wäre, wenn man jetzt zu aggressiv dann in diesen endenden QE-Zyklus hinein sich tighter präsentiert, also sprich entsprechend Zinsanhebungen auf den Weg bringt. Wir sehen dann auch, dass es die März-Anhebung, beziehungsweise, ich will es mal ganz kurz, ich will mal zurück, Verzeihung übrigens, ich habe gerade gesehen, ich habe hier auf Mai geklickt. Kommando zurück. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Ich habe jetzt gerade eben hier, habe ich ein R gesehen, da ist ein I. Nicht ganz. Kommando zurück. Im März fahren wir nämlich zurück. Das habe ich gerade schon gemerkt, dass irgendwie kommt das nicht ganz hin. Wenn wir nämlich auf der März-Sitzung die letzte QE-Tranche mehr oder minder zurückfahren, dann tapern wir den letzten Schritt um 30 Milliarden und würden gleich in diesen Taper-Schritt hinein eine Zinsanhebung auf den Weg bekommen. Man sieht hier die Wahrscheinlichkeit von 40%, ganz kurz im März. Das heißt also, ab da beginnt dann die Spekulation, Fahrt aufzunehmen, dass Zinsanhebungen auf den Weg gefahren sind. Also bis März fährt man zurück die Anleiheaufkäufe und sobald das geschehen ist, dann folglich ab Q2 2022 bringt man Zinsanhebungen auf den Weg. So, ich hatte mich jetzt hier ganz kurz verlesen gehabt. Aber was man eben erkennen kann, dennoch ist, dass dann es relativ zügig geht. Und wir haben im Juni bereits hier eine Erwartungshaltung von dann nunmehr 40%, dass wir nochmal 25 Basispunkte den Zins angehoben sehen. Das ist dann das Juni-Meeting. Und das ist deswegen ganz relevant, weil diese Spekulation, die nimmt natürlich fortwährend jetzt zu. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, die sich eben im Terminmarkt dann entsprechend abspielen oder widerspiegeln. Wir sehen dann zum Beispiel hier im September-Meeting, da hat man zum Beispiel derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 13 Schritten von nur rund einem Drittel ungefähr. Also das heißt, die Mehrzahl erwartet eigentlich bis September nur maximal 2 Zinsschritte und den dritten Zinsschritt, der sich dann im Dotplot widerspiegelt, der kommt dann hier mit einer Mehrzahl der Marktteilnehmer zum Tragen im Dezember. Und daraus lässt sich was ganz Interessantes zurückführen. Und zwar, dass man, und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, weswegen man jetzt aggressiver tapert, beziehungsweise wurde tatsächlich nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz explizit so von Jay Powell geäußert, nämlich, dass man sehen möchte, wie der Markt darauf reagiert und dass man sich hierdurch eben durch ein jetzt schnelleres Agieren mehr oder minder dann an der Stelle in die Position bringt, sollten Schwierigkeiten auftreten, also sollten irgendwelche Mutanten von irgendwelchen Coronaviren beginnen wieder zu grassieren und Omikron ist vorbei und dann sehen wir irgendwie die Vega-Mutante oder dergleichen, das war
gestern übrigens ein Wortspiel, was im ersten Blick nicht so wirklich offensichtlich war, aber bei näherer Betrachtung. Die Vega-Mutante. Ja, Vega ist die Kennzahl, die im Optionspreismodell die Volatilität misst. Und Volatilität ist etwas, was die Fed versucht, nach Möglichkeit möglichst gering zu halten. Und deswegen war das so eine kleine Spielerei, ebenfalls aus dem Griechischen, also so, am Rande. Also auf jeden Fall. Was man jetzt hierdurch eben erreicht, durch diesen jetzt restriktiveren geldpolitischen Kurs, ist an dieser Stelle einfach, dass man dann schneller agieren kann und gesetzt dem Fall, es treten irgendwelche unvorhergesehenen Entwicklungen auf. Die Inflation zum Beispiel zeigt sich zum Beispiel besonders stark galoppierend plötzlich, schlagartig. Also wir erinnern uns dran, das hatte, ich glaube, Markus Krall war das, der hatte das mal mit einem Ketchup-Flaschen-Effekt, hatte der das mal beschrieben, zwar bezogen auf die Eurozone, die heute übrigens die EZB, die heute ihre Zinsentscheidung kommuniziert, da schauen wir gleich nochmal kurz drauf, obwohl ich das nicht als besonders signifikant erachte, ehrlich gesagt. Aber er hat das mal versucht so zu illustrieren, dass man diesen Ketchup-Flaschen-Effekt dahingehend hat. Also wir haben eine Glas-Ketchup-Flasche, der eine oder andere kennt das mit Sicherheit, ne? Also man dreht die auf und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts raus. Man haut drauf, man versucht irgendwie da was rauszukommen, ja, ein bisschen auf die Pommes zu bekommen. Und dann just in jenem Moment, wenn man es schon aufgegeben hatte, da kommt ein riesengroßer Flatsch. Und dann hast du einen riesengroßen Klecks auf den Pommes, der viel zu groß ist. So, und dieses Bild, was da skizziert wurde, genau so könnte sich das jetzt auch im Hinblick eben auf die Inflation natürlich darstellen. Also die zieht schon deutlich an. Ich habe hier mal, das ist jetzt zwar in Bezug auf die Euro, Zone, aber das spiegelt sich in den USA ja ähnlich wieder, noch ein bisschen dramatischer anziehend, wie wir es jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Wir sehen schon eine deutlich sich beschleunigende Inflation, aber es heißt nicht, dass wir nicht plötzlich schlagartig diesen Flatsch-Effekt in Anführungsstrichen sehen können und dann nochmal einen massiven Spike auf der Oberseite. Sollte solch ein Effekt sich natürlich dann widerspiegeln, dann hätte man in diesem Zusammenhang natürlich einen Grund davon auszugehen, dass besonders auch der Zinsmarkt und der Bondmarkt dann an der Stelle, an erster Stelle, stärkere Volatilität zeigt und entsprechende beruhigende Maßnahmen seitens der Fed erfordern würde, die natürlich den jetzt hier skizzierten Pfad im Fed Watch Tool natürlich erstmal, ja, wie soll ich sagen, auf den Kopf stellen würden. Und genau um diese Flexibilität eben zu haben, wie auch immer die aussieht, weil in solch einem Umfeld würdest du eigentlich eher davon ausgehen, dass man jetzt noch aggressiver den Zins anheben würde. Aber auf jeden Fall dieser schnellere Pfad, den man jetzt dort einschlägt, der bietet ja einfach dann eine entsprechende Flexibilität. Das ist so, wie das argumentiert wird, wie man das rechtfertigt. Wie gesagt, was in dem Zusammenhang erwähnenswert ist, und das erklärt dann eben neben dem Umstand, dass eben auch der Markt das größtenteils eingepreist haben sollte, wo dann diese Bullishness in den Abend hineinkam. Unterm Strich können wir uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass die Fed an dieser Stelle Gewehr bei Fuß steht. Und das ist so dieses Reinstaten oder dieses nochmalige Betonen, zumindest zwischen den Zeilen, macht euch keine Sorgen, wir haben alles im Griff, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wir stabilisieren die Märkte, wenn es turbulenter wird. Und das hatte sich dann auch wieder gespiegelt, ja, also wirklich, man kann das an dem Biff ja schon sehen, dass das ganz schön, also für mich jedenfalls, amüsant ist, wenn dann Jay Powell sich dahingehend äußert, dass er sagt, niemand weiß, also no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Also niemand weiß so genau, wo eigentlich die US-Wirtschaft in einem Jahr oder auch später eben tatsächlich steht. Ja, das ist jetzt allerdings keine so große Überraschung. Also auch wenn diverse Kommentare diverser Notenbanker, auch Politiker beispielsweise, hier das immer wieder zwischen den Zeilen suggeriert, ja, dass man irgendwie hierüber die Kontrolle hätte oder das in irgendeiner Form in der Lage ist, vorherzusehen oder sonst dergleichen. Und dieses Mitschwingen, also das ist dieser rhetorische Drahtseilakt in gewisser Form, den ich da rauslese, der spiegelt einfach wieder, der Markt muss sich an der Stelle keine Sorge machen. Die Fed würde bei auftretender Volatilität oder unvorhergesehenen Entwicklungen entsprechend eben Gewehr bei Fuß stehen. Und wir werden gleich auf den Markt eben schauen an der Stelle, beziehungsweise der ein oder andere wird es ja schon gesehen haben. Wir haben eine sehr, sehr stark bullische Reaktion gesehen nach kurzer zeitlicher Verzögerung. Hier nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber einmal der Dotplot. Und da sieht man auch die restriktive Haltung seitens der Fed relativ gut widergespiegelt. Also September Dots, also das war vor 6 Wochen, war es jetzt, müssen wir kurz rechnen. Nee, nicht vor 6 Wochen, das war schon davor, die Sitzung. Na klar, das war Ende Oktober, vor 6 Wochen, ja, aber das waren die September-Dots. Also das heißt aus dem September. Diese Punkte hier, die spiegeln stimmberechtigte Fed-Mitglieder.
und spiegeln die wieder und zeigen an, wo diese FED-Mitglieder entsprechend den Leitzins im nächsten Jahr erwarten. Wir hatten einen leichten Überhang bei zwei Zinsanhebungen hier in 2022, nachdem bei 2021 keinerlei Zinsänderung in irgendeiner Form erwartet wurde. Und dann hangelt man sich so leicht nach oben. Also wo sieht dann die Mehrzahl hier dieser stimmberechtigten Mitglieder entsprechend das Zinsniveau dann in 2023? Und jetzt kann man eine deutliche Verschiebung erkennen vom September eben zu dem Dezember. Und zwar haben wir hier unverändert natürlich 2021 keinerlei Zinsanhebung. Aber hier können wir eben deutlich erkennen, dass die Mehrheit zwei Zinsschritte, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht zwei, drei Zinsschritte erwartet. Also diese Zwischenräume hier sind dann immer 0,25 bis 0,5, 0,5 bis 0,75 und hier oben ist 0,75 bis 1% das Zinsniveau. Und wir können erkennen, dass die Mehrzahl der Dots hier offensichtlich bei drei Zinsanhebungen liegen. Eins, zwei und dann eben entsprechend drei. Bei 75 Basispunkten bis 100 Basispunkten. Und so kommen wir dann eben dazu, dass wir sagen, aus zinstechnischer Sicht sieht hier einfach die Fed 3 gegenüber 2. Und das war schon relativ tight eigentlich. Das war eine 50-50-Angelegenheit, dass man überhaupt zwei Zinsschritte eben sieht. Hier sahen wir sogar, dass das sehr, sehr viele stimmberechtigte FED-Mitglieder hier sogar keinerlei Zinsanhebung gesehen haben über das ganze Jahr 2022 hinweg. Das scheint sich deutlich aufgehellt zu haben. Ich glaube allerdings weniger ausgehend von einer sich konjunkturell aufhellenden Situation. Das muss man ganz klar an der Stelle sagen. Wenn wir zum Beispiel, gehen wir mal kurz hier auf die Indikatoren Countries United States und gucken uns einfach mal Retail Sales zum Beispiel von gestern an. Wir erinnern uns, Retail Sales, das sind die Einzelhandelsumsätze. Die Einzelhandelsumsätze, die 35% rund des US-Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Also das ist das Rückgrat der US-Wirtschaft. Und wir haben gestern einen extrem enttäuschenden Datensatz gesehen. Konsens lag bei 0,8% Month on Month, also auf Monatssicht betrachtet. Einzelhandelsumsätze nur mit 0,3% eben hier veröffentlicht worden. Bedeutet etwas konkreter formuliert. Also so muss man das auch mal an der Stelle eben tatsächlich sehen. Beziehungsweise wir können auch mal ganz kurz zurückgehen. Wir können uns das auch mal ohne zum Beispiel Autos anschauen. Da sehen wir auch 0,3%, ebenfalls deutlich unter der Erwartung. Was man auch sehen könnte, ist, dass dieser starke Inflationsdruck, der sich aufbaut, auf ein sich abkühlendes wirtschaftliches, konjunkturelles Umfeld eben trifft in den USA. Das bezeichnet man als Stagflation. Also das ist eine stagnierende Konjunktur bei zeitgleich anziehender Inflation. Das hätte man gestern durchaus auch in den Äußerungen von Jay Powell rauslesen können. Bedeutet also etwas anders formuliert, dieser restriktivere geldpolitische Kurs hier, der ist weniger dem Umstand geschuldet, auch wenn man das offiziell so formuliert seitens der Politik. Ach so, ich sehe gerade übrigens, ich glaube, Moment mal, ich mache mal gerade die Grafik, einen Moment, Grafik in einem neuen Tab öffnen. Ich sehe gerade hier, macht es das besser? Ich sehe nämlich gerade, mein Kopf ist davor, vor den Dots. Nee, das macht es nicht besser. Naja, gut, okay. Ja, also es geht eigentlich auch hauptsächlich um die Dezember-Dots. Ja? Also alles, was ich gerade erzählt habe, da stelle man sich einfach mal vor. An dieser Stelle, ich sehe gerade hier im Bild, dass da mein Kopf vor ist, dass man das nicht so gut erkennen kann. Aber also die hier unten, also hinter meinem Kopf, Punkte, die hier auf der Nulllinie sich verharrend zeigen, die sind im übertragenen Sinne fast 1 zu 1 eben hier nach oben gelaufen. Also das heißt, auf dieses Level hier im Dezember gesprungen. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass man plötzlich seitens der stimmberechtigten FED-Mitglieder hier erwartet, dass die US-Wirtschaft deutlich bullisches Momentum aufnimmt oder beziehungsweise starkes Wirtschaftswachstum sich abzeichnet, sondern es ist besonders dem Inflationsdruck geschuldet. Und so hätte man das auch kommunizieren sollen, müssen vielleicht an dieser Stelle, was vielleicht dann aber auch zusätzlich nochmal diesen fundamentalen Trigger für die Equity-Märkte liefert. Denn du stellst dir jetzt mittlerweile schon die Frage, was willst du mit deinem Geld machen? Du kannst es auf der Bank liegen lassen und im Endeffekt entwerten, sich entwerten lassen, oder aber du suchst eben Möglichkeiten, dieses anzulegen. Und der erste Weg, der sich dann an der Stelle eben findet, ist mit Sicherheit jener in beispielsweise Equities oder also in Anführungsstrichen Sachwerte. Auch Aktien sind an der Stelle gewisser Form Sachwerte, nämlich dadurch, dass sie Unternehmensbeteiligungen verbriefen. Und also kommen wir zurück hier an dieser Stelle auf diese Haltung. Wie gesagt, wir wechseln also jetzt in einen recht restriktiven Modus und das, was dann wirklich überraschend kam, war 2023. Also die können wir hier erahnen, die Dots. Da sehen wir, die Mehrzahl der Marktteilnehmer hat zu diesem Zeitpunkt hier vom derzeitigen Niveau vier Zinsschritte gesehen. Und zwar, dass wir dann bei einem bis 1,25% eben tatsächlich liegen. Wenn man diese Dots sich jetzt hier im Dezember anschaut, dann können wir erkennen, dass im 2023 das Leitzinsniveau
sich deutlich im Bereich schon um 2% tummelt. Und das zwischen den Zeilen, wenn man das jetzt aufrechnen würde, zeigt, dass auch in 2023 drei Zinsanhebungen erwartet werden. Also ein verhältnismäßig restriktiver geldpolitischer Kurs, der sich einfach hier widerspiegelt. Und wie gesagt, das, was wir in dem Zusammenhang eben zu sehen bekommen, und das ist das, wo ich die Stärke daraus lese, auch, also nochmal, ich gehe mal einmal hier zurück, nochmal ganz kurz der Zeitstempel, das war hier 20:10 Uhr. Das war hier in diesem Bereich, wir machen jetzt mal groß, so, das war hier diese Region, also wir hatten schon um 20 Uhr einen kurzen bullischen Spike gegen die 15.500er Marke, sahen allerdings ein Pull-in. Das war kurz bevor dann die Äußerung von Jay Powell kam. Also die Pressekonferenz fing um 20:30 Uhr an. Wir haben uns leicht bullisch präsentiert zu diesem Zeitpunkt bereits, weil auch das Fed-Statement schon veröffentlicht war. Aber nichtsdestotrotz, es war jetzt nicht, dass man in einem Zug sofort diesen starken Drive auf der Oberseite gesehen hat. Der kam dann allerdings durch die Äußerung von Jay Powell, weil die unmissverständlich kommunizierten an der Stelle einfach, dass wir damit rechnen müssen, dass die Fed Gewehr bei Fuß steht, sollte es zu Turbulenzen kommen. So, und dieser starke Schluss und auch dann diese starke Vorstellung über die asiatischen Märkte, auch jetzt eine verhältnismäßig starke europäische Eröffnung, führt uns einfach zurück in Richtung dieser von mir schon vor einigen Tagen identifizierten Inflection. Wir schauen gleich noch separat auf den S&P und auf den Nasdaq. Und ja, wir haben im Grunde genommen eigentlich jetzt hier den Wegbereiter für eine verhältnismäßig starken Wochenausklang, beziehungsweise eine entsprechend dann nächste Woche zu erwartende Bullishness, die uns realistisch in Richtung der 16.000er-Region führen kann, sofern es denn heute gelingt, die 15.800er-Marke rauszunehmen. Haupttreiber oder Haupttrigger dafür wird die EZB sein. Eventuell ist das auch mit noch so ein bisschen der Grund hier, weswegen derzeit die Stimmung zwar sich positiv darstellt, aber noch nicht wirklich vollends ausgelassen ist, so möchte ich mal sagen. Denn wir haben natürlich das Risiko, dass die EZB heute vielleicht so ein bisschen auf die Spaßbremse tritt und so ein bisschen andeutet, dass man auch hier sich expansiver präsentieren wird. Was ich nicht glaube, muss ich allerdings dazu sagen. Also ich glaube, dass wir hier seitens der EZB, besonders seitens dann Christine Lagarde, zwar einen erneuten ganz klaren Verweis in Richtung Inflation zu hören bekommen und ja, das war Thema und so weiter und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass Frau Lagarde in irgendeiner Form auf dieser Pressekonferenz hier einen restriktiveren, einen die Liquidität verknappenden geldpolitischen Kurs in irgendeiner Form eben kommuniziert. Da wird man Mittel und Wege finden und das sollte grundsätzlich eher dann auch diesen bullischen Drive von gestern eher sich fortschreiben lassen. Diese grundsätzliche Bullishness, die sehe ich weitergegeben, solange wir oberhalb von 15.600 Punkten auf jeden Fall handeln. Jetzt derzeit, das ist das, was hier ein bisschen problematisch ist, dass wir Schwierigkeiten haben, den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zu halten. Also das heißt, das sorgt dafür, dass ich mich jetzt hier eher verhalten positionieren würde, wenn überhaupt, erstmal vielleicht abwarten wollen würde. Ähnlich wie auch gestern, wo dann relativ klares Signal seitens der Fed geliefert wurde. In den Abend hinein und beziehungsweise der Markt die Reaktion besonders dann eben entsprechend zeigte, dass es long gehen soll. Also 13:45 Uhr, 14:30 Uhr, also 13:45 Uhr die Leitzinsentscheidung, 14:30 Uhr Pressekonferenz mit Frau Lagarde. Ich gehe davon aus, dass das eher nochmal in Anführungsstrichen Öl ins Feuer gießen wird. Öl ins Feuer dahingehend, dass das so ein Fuel-Moment ist, dass da Benzin geliefert wird eben für den entsprechenden bullischen Drive, dessen Hauptfokus auf der Oberseite die 15,8 ist und mit deren Überwinden dann zunächst einmal das Vorwochenhoch, Bereich 870, 900, so diese Region aktiviert wird und darüber dann entsprechend eben die 16.000er-Region in der kommenden Woche vielleicht in entsprechenden bullischen Drift aufwärts eben aktiviert wird. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf den S&P. Einen Moment, ich schau mal eben hier ein. Ich komme mal ganz kurz hin. Ja, da bin ich aber nicht sicher. Martin schreibt gerade, beim Euro-US-Dollar wird scheinbar eine hawkische EZB vermutet, Euro-US-Dollar seit gestern bullish. Ich glaube nicht, dass das aktuell Euro geschuldet ist, sondern ich glaube, dass das US-Dollar Schwäche ist. Weil diese Entwicklung, die wir auch hier zu sehen bekommen, das ist ja, wie gesagt, ein größtenteils eingepreist sein entsprechend. Also das heißt, alles, was an potenzieller Bullishness in solch ein hawkisches Statement seitens der Fed eingepreist war, hat mit dieser Bewegung vielleicht auch in Richtung 1,12 getragen. Und jetzt ist das ein vielleicht klassisches Buy the Rumor, Sell the News Event, was im Umkehrschluss bedeutet, US-Dollar unter Druck und folglich den Euro treibt. Also ich glaube nicht, dass das zwangsläufig Euro-Stärke ist tatsächlich. Wir gucken gleich auf jeden Fall noch drauf. Einmal hier im Zusammenhang mit dem S&P, wie gesagt, wurde zunächst einmal rejected, sagt man. Also das heißt, die 4660, die da so mein Schlüssellevel war, die konnte nicht erobert werden. Wie gesagt, der Tweet, den ich hier abgesetzt hatte, das war um 20:10 Uhr, das war kurz
gegen Top-Out dieser Region. Wir rollten über und dann kam eben mit den Äußerungen von Jay Powell der Bruch höher und durch den Schluss wird man dann auch an der Stelle erkennen können, oberhalb von 660, also dieser pinkfarbenen Linie, ist auch mein Insgesamtbild ganz klar bullisch und es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, wollen wir neue Allzeithochs markieren. Also ich sehe an der Stelle keinen Grund auf diese sehr starke Reaktion, auf ein eigentlich hawkisches Fed-Statement. Ich sehe keinen wirklichen Grund, weswegen wir nicht davon ausgehen sollten, dass wir bereits heute auf neue Allzeithochs uns aufmachen. Und, ja, dann sehen wir es auch, und zwar hier mit dem bullischen Breakout, warum wir dann nicht mindestens realistisch bis 4.900 Punkte laufen. Ich musste schon vor kurzem mich schelten lassen dafür, dass ich die 5.000 im S&P ausgegeben habe. Es ist nicht so, dass ich nicht skeptisch bin. Also das betone ich auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel im privaten Umfeld mal gefragt werde, Börsenbegeisterte, Leute, die man halt so trifft oder dergleichen, mit denen man sich natürlich auch austauscht, die fragen, hey, wie siehst du denn die Situation im Markt? Auch aktuell ist das an allen Ecken und Enden gefühlt ein Thema, also nicht nur Krypto, sondern auch Meme-Stocks und so weiter und so weiter. Und dann sage ich, ich glaube nicht, dass wir short gehen oder beziehungsweise, dass es einen Crash gibt oder einen scharfen Rücksatz, also zumindest nicht aktuell. Das heißt aber nicht, dass ich nicht grundsätzlich skeptisch bin. Also das heißt, alles, was wir zu sehen bekommen, ist alles andere als gesund. Und der Knall, der uns bevorstehen wird, früher oder später, denn auch hier wird es diesmal genauso kommen, wie es in der Vergangenheit gekommen ist. Es wird nicht plötzlich anders sein. Wir werden den Moment haben, an dem wird ein Tipping Point erreicht sein, da werden wir überrollen. Der große Knall, der wird da nicht sofort schlagartig stattfinden. Hoffen wir an der Stelle. Aber zumindest er wird sich bereits vorzeitig abzeichnen, frühzeitig abzeichnen. Du wirst erkennen, da wird eine Top-Struktur sich ausbilden. Es wird eine Umverteilung auch stattfinden, vielleicht auch unter erhöhtem Volumen an der Stelle, durch was auch immer getriggert. Und das ist dann der Moment, wo man beginnen sollte, auch an der Stelle eben Portfolios, sein Portfolio abzusichern, entsprechend dem vielleicht Short-Positionen aufzubauen aus spekulativer Perspektive. Aber bis dahin geht die Party weiter. Und das sagt uns der Markt auch unmissverständlich. Also diese Reaktion gestern auf diesen eigentlich hawkischen Ausblick der FED. 3 Zinsanhebungen in 22, 3 in 22. Doppelte Reduktion oder doppelte Höhe der Reduktion der Anleiheaufkäufe. Und trotzdem zieht der Markt derart brutal auf der Oberseite. Also das ist ein richtiger Rip gewesen, der da stattgefunden hat. Also das war wirklich, wir können auch mal ganz kurz was Folgendes machen. Blicken mal kurz einen Moment auf den Spider beziehungsweise auf die Qs. Also das ist der ETF. Schaut euch die Kerze an. Gap Up im Bereich der Allzeithochs. Das lässt keine Fragen offen. Also, was wir hier sehen können, ist, wir haben gestern einen relativ unspektakulären Handel gesehen. Das ist der ETF auf den S&P 500. 5-Minuten-Basis an der Stelle. Deswegen für uns relevant, weil er eben an der Stelle Volumen abbildet, real gehandeltes Volumen und eben zeigt, wie ganz besonders hier, und das ist ultra stark einfach, auf diese Reaktion, da kommt die News, wir sehen ein Volumen und das ist bullisches Volumen. Es ist verhältnismäßig hohes Volumen, Kaufvolumen, was uns auch in Richtung Hochs treibt. Der Pull-In hier, der stattfindet, unter verhaltenem Volumen in Anführungsstrichen, Konsolidierung, ja, also man kann hier die Volumenbalken sehen an dieser Stelle, vielleicht auch auf 1-Minuten-Basis, sieht das vielleicht noch ein bisschen imposanter aus, mal gucken. Ja. Es fällt nicht so dramatisch auf, aber also wir sehen hier diesen bullischen Drive, das ist besonders ab 20.03 Uhr, also da kommt das Statement, das ist die 20 Uhr Kerze, kurzer Spike, Flushout auf der Unterseite, Tagestiefs werden gehalten, dann drehen wir um und dann kommt Volumen rein, also das sehen wir hier an diesen grünfarbenen Balken, sehr deutlich. Dann kommt der Pull-In, also ein kleiner Rollover gegen den Bereich um 466, also das ist der Bereich, man sieht hier Faktor 10, dann haben wir den S&P Future, 4660 Punkte, das war diese Region, die ich da zum Thema gemacht hatte. Rücksetzer, Drop im Volumen, also das heißt, diese Korrektur, die wir sehen, läuft nicht unbedingt unter hohem Volumen. Wir können an der Stelle den Rewarp halten und sehen dann ein erneutes Aufdrehen mit auch entsprechend hier bullischer Beschleunigung und anziehendem Volumen. Aus der Konsolidierung relativ wenig Volumen und dann sehen wir, zieht Volumen an und in den Abend ganz besonders, auch in den Close hinein, ganz besonders hier in den letzten 10 Handelsminuten, sehen wir eine deutliche Zunahme des Kaufvolumens an dieser Stelle, welches uns ganz klar suggeriert, jetzt heißt es, alle Mann an Bord, der Kahn liegt ab im übertragenen Sinne. Ähnliches Bild, ziemlich identisches Bild wahrscheinlich sogar, was wir in den Qs zu sehen bekommen haben, wie gesagt, gestern eigentlich die ganze Zeit verhältnismäßig bärische Performance, 3,88 hier. Wir haben zwischenzeitlich die 3,84 in diesem Bereich getestet. Ähnliche Reaktion, Konsolidierung unterhalb von WeWop an der Stelle.
sehen kurzen Spike auf der Unterseite, Tagestiefs halten, dann ein Rip zurück über den VWAP, der hier unter starkem Volumen eben auf neue Tageshochs uns bewegt. Dann kommt der Pull-In, deutlich geringer, Rücksetzer, VWAP wird gehalten, neue Tageshochs. Und dann sehen wir hier ganz besonders mit dem Markieren neuer Tageshochs, also wir können uns schon hier halten, einen deutlichen Drop im Volumen, das abnimmt und dann ziehen wir auf die neuen Tageshochs mit deutlich anziehendem Kaufvolumen, welches sich konstant bullisch präsentiert in den Schluss hinein. Also das heißt, alle die in Anführungsstrichen Marktteilnehmer, die bis dahin skeptisch waren, ob das nicht jetzt hier der Anfang vom Ende ist, dieser Rollover gegen die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, dieser Rücksetzer, man überlege auch mal, also wie emotional gefühlt jedenfalls meinerseits die Debatte geworden ist im Zusammenhang mit der großen Korrekturbewegung. Große Korrekturbewegung, wo wir hier von rund 400, was waren es, 408 Punkte eine Korrektur gesehen, das sind 28 Punkte gewesen. Das waren noch nicht mal 10%, ja, die der Nasdaq, also an der Stelle die Qs, an der Stelle eben korrigiert hatten. Und trotzdem hatte man an allen Ecken irgendwie das Gefühl, dass eine große Skepsis eben sich widerspiegelt. Was natürlich auch nachvollziehbar ist. Also die Marktbreite war nicht gegeben. Wir haben hier die großen Tech-Names gesehen, die diese Bewegung getragen haben. Der starke wachstumsorientierte Marktbereich, der besonders in 2020 stark gelaufen ist, besonders Stay-at-Home, Zoom, Peloton, Roku und so weiter, die haben natürlich durch ihre sehr starke Underperformance oder sehr bärischen Vorgaben, also korrigieren von 60-70% von den Allzeithochs, haben die natürlich auch grundsätzlich sehr, sehr bärischen Bias eben hier suggeriert. Und jetzt sehen wir allerdings, der breite Markt, also beziehungsweise die Big Tech Names, die sehen in dieser Aussicht eher einen Grund, jetzt entsprechend nochmal stark in den Jahresschluss zu laufen, auch diese Jahresendrally deutlich mit anzutreiben, in Ergänzung zu den dann vielleicht auch Tech Names, die jetzt in jüngerer Vergangenheit stärker unter Druck geraten sind und jetzt so eine Art Catch-up in den Jahresschluss vielleicht ziehen, also sich im Windschatten dieser Titel eben mit auch entsprechend ziehen lassen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist allerorts sicherlich gerechtfertigt, skeptisch zu sein, ob diese Bewegung in irgendeiner Form nicht ein bisschen overdone ist. Aber aktuell sind die Vorgaben weiter ganz klar bullisch. Im Falle des S&P, wie gesagt, mit neuen Allzeithochs sehe ich locker eigentlich, fast schon möchte ich sagen, innerhalb der nächsten zwei Wochen nochmal in den Jahresschluss hinein realistisch, besonders auch mit dem ausdünnenden Marktumfeld, auch saisonal, Stichwort Window Dressing und so weiter, realistisch Potenzial bis mindestens 4.900 Punkte und wäre nicht überrascht, wenn wir zu Beginn des kommenden Jahres dann relativ zügig die 5.000er Marke eben tatsächlich im S&P anlaufen. So, Qs hatten wir jetzt. Wie gesagt, Blick auf den Devisenmarkt auf jeden Fall. Nicht, dass es jetzt charttechnisch irgendwie spannend oder interessant wäre, was wir hier zu sehen bekommen, aber was natürlich interessant ist, ist, wir sehen zunächst einmal einen Bruch, der eigentlich ein bärischer Treiber wäre, aber die 1,12 kann recht deutlich gehalten werden. Also hier kann man sehen, dass ein Großteil dieser Erwartungshaltung des Marktes eingepreist gewesen sein dürfte. Es gibt diesen Flushout auf der Unterseite und dann eben diesen Quick Rebit und diese sehr scharfe Gegenbewegung. Kurzer Flush Richtung 1,12 und dann eben entsprechend der Push zurück über die 1,280 in Gefilde um 1,13. Und jetzt auch der Bruch auf neue Hochs. Das ist allerdings, wie gesagt, nicht unbedingt getragen oder getrieben durch eine hawkische EZB, die sich heute präsentieren wird, sondern eher US-Dollar-Schwäche. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den Folgestunden darstellen wird. Schlüssellevel dürfte auf jeden Fall hier auf der Oberseite dieser Bereich sein um rund 1,1320. Also sobald wir den überwinden, also man sieht ja auch, wie evolatil das weiterhin ist, also tradingtechnisch ist das nicht unbedingt das attraktivste Umfeld, so viel steht fest. Aber sollten wir den Bruch hier höher zu sehen bekommen, sehe ich realistisch mindestens nochmal Potenzial bis in Gefilde 1380 bis 1,14, vielleicht sogar höher. Das wäre dann hier die Abwärtstrendkanalbegrenzung auf der Oberseite. Wir haben diese bullische Saisonalität im Euro in den Jahresschluss hinein. Auf die hat der Martin ja auch schon mal hingewiesen gehabt. Also die sollten wir an der Stelle im Hinterkopf behalten. Ergänzend zu diesem Bild, was wir hier gerade skizzieren, sollten wir natürlich auch an dieser Stelle sehen, dass natürlich hier die Möglichkeit besteht, dass die EZB sich überraschend eher restriktiver präsentiert, weil man in irgendeiner Form plant, diesen sich aufbauenden Inflationsdruck eben hier zu tackeln oder zum Thema zu machen. Frau Lagarde wird mit Sicherheit darauf angesprochen werden, aber was ich an der Stelle eben wirklich bezweifle, ist, dass man in irgendeiner Form konkrete Pläne formuliert an dieser Stelle, wie man versucht, diesen geldpolitische Zwickmühle, in die man sich hier befördert hat, irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ich glaube, da gibt es keinen wirklichen Ausweg. Also die Argumentation, die ich gestern für die Fed gebracht habe, die gilt vielleicht für die EZB, für die Eurozone nochmal explizit am ehesten an der Stelle. Hier haben wir eben den Inflationsdruck, der sich einerseits aufbaut, aber vor allem dadurch aufbaut, eben nicht, dass die Unmengen der Liquidität seitens der Fed der EZB ins System gepumpt werden. Das ist mit ein Grund, aber eben auch, weil die Problematik, Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen, ein ganz wesentlicher Inflationstreiber an dieser Stelle einfach sind, in Verbindung mit den Unmengen der Liquidität. Und sobald ich aber versuche, jetzt an der Geldpolitik Stellschraube zu drehen, kriege ich das Problem mit der Angebotsproblematik dennoch dadurch nicht in den Griff. Also das bedeutet etwas anders formuliert, ich würde an dieser Stelle Volatilität am Bondmarkt nach sich ziehen, im Zinsmarkt nach sich ziehen, hätte maximal einen kurzfristigen Effekt, aber massive Turbulenzen in anderen Mitgliedstaaten, die angewiesen sind auf diese billige Notenbankliquidität, sei es Italien, sei es Spanien, sei es Portugal, welche südeuropäische Peripheriestaaten auch überhaupt, vielleicht mittlerweile auch, möchte man schon fast sagen, Deutschland. Auch wenn Deutschland ausgehend von seiner Wirtschaftsleistung noch am ehesten in der Lage ist, mit einem stärkeren Euro umzugehen. Aber summa summarum, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, wird sich sicherlich auch die Bundesrepublik über billiges Notenbankgeld freuen, beziehungsweise niedrige Zinsniveaus, um entsprechend eben diese Unmengen an Schulden, die dort produziert werden, beziehungsweise gemacht werden, um die Corona-Problematik zu finanzieren, werden an der Stelle sicher mit Wohlwollen aufgenommen, um eben an dieser Stelle eben keine übermäßige finanzielle Belastung eben tatsächlich abzeichnen zu sehen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Euro, Key Level 1,1320, Break höher, könnte den Weg in Richtung 1,14 tragen. Ich bin gespannt, ob sich eine hawkische Rhetorik abzeichnet. Ich bin eher skeptisch, aber nichtsdestotrotz unterm Strich, auch besonders vor dem Hintergrund der aktuellen US-Dollar-Schwäche, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eine hawkische EZB bedarf, um nicht hier den Bruch höher eben zu initiieren. Wie gesagt, begünstigt durch die Reaktion, dass größtenteils, das spiegelt das Bild im Markt wieder, eingepreist sein eben dieser restriktiven Haltung seitens der EZB, Verzeihung, Fed. Und dann die bärische US-Dollar-Saisonalität in den Jahresschluss hinein, dass das in Kombination eben tatsächlich zum Bruch höher jetzt dann nach sich zieht. Solch ein bärischer Ausblick für den US-Dollar ist natürlich bullisch für Gold. Wie gesagt, initial, das war hier, auf eben diese News. Da war ich im ersten Moment, dachte ich mir so, oh, das könnte für Gold richtig hässlich werden, auch weil auch zum Beispiel Minenbetreiber, Barrick Gold zum Beispiel, schon gestern in die Fed relativ bearish reingekommen sind. Und ja, wir haben dann einen kurzen Flashout gesehen und dann eine sehr starke bullische Gegenbewegung, die uns deutlich zurückgeführt hatte hier, oder beziehungsweise die uns erstmal hat wieder aufdrehen lassen. Wir haben eigentlich charttechnisch weder was gewonnen noch was verloren, aber mit dem Flashout hier unter die 67er-Region und dann entsprechend dieser starken Gegenbewegung scheint jetzt die Wahrscheinlichkeit, genau wie beim Euro-US-Dollar, auch eher, dass wir den Breakout nach oben sehen. Im Falle von Gold wäre das ein Break über 1790 mit dann erstem Ziel 810 ungefähr und darüber die 830er-Region. Auch hier sehen wir in den Monatsschluss hinein, Dezember, beziehungsweise dann auch in den Jahresbeginn, eine grundsätzlich bullische Saisonalität. Im Hinblick, wie gesagt, auf diese aktuelle Reaktion und der aktuell ganz klar auszumachenden bullischen Haltung oder beziehungsweise Reaktion scheint hier ein Breakout nur eine Frage der Zeit. Wir haben heute Wirtschaftsdaten technisch, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube Housing Permits. Ich glaube Housing Permits. Und dann haben wir noch ein paar Einkommensmanager-Indizes aus den USA um 15,45, wenn ich nicht ganz falsch bin. IHS, glaube ich, ist das. Aber ja, müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht nochmal im Hinblick eben, wie gesagt, auf den Immobilienmarkt in den USA eine Reaktion gibt. Man habe es so ein bisschen im Hinterkopf. 14:30 Uhr beziehungsweise 15:45 Uhr, das könnte ein Treiber sein. Grundsätzlich technisch ist der Bereich, wie gesagt, 97 hier auf der Oberseite. Das Key Level. In Bezug auf Silber, das kam mir sofort in den Sinn. In Bezug auf Silber haben wir gestern auch ein potenzielles Bottoming Out gesehen. Was man erkennen kann, ist, wir haben tiefere Tiefs markiert. Also Silber hat sowieso relativ schwach performt. Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass wir auf diese tieferen Tiefs und dann aber dennoch auf diese initiale Flush-Out-Reaktion und diese starke Gegenbewegung hier eine sogenannte bullische Divergenz ausgebildet haben. Also tiefere Tiefs gebildet, die aber hier nicht mehr bestätigt worden sind im RSI. Das ist ein erstes Indiz, dass der Boden drin sein könnte. Drin sein könnte, sage ich deswegen, weil ich möchte jetzt eigentlich sehen, damit ich mich long in Silber in der Position wiederfinde, möchte ich eigentlich sehen, dass wir hier diesen Bereich um 22,50 zurückerobern. Aber wenn das gelingt,
Dann wäre ich durchaus willens, hier die Long-Seite zu spielen. Also das heißt, Break höher und der Rücksetzer, den würde ich dann hier gegen 22,50 gerne Long handeln. Stop, wenn die Position längerfristig abgesetzt wird, allerspätestens hier unterhalb dieser Tiefs, das ist also 1 Dollar. Vielleicht würde ich auch mit einem engeren Stop eben agieren, das würde ich aber abhängig davon machen. Ja, knapp unterhalb von 22 vielleicht mit 50 Cent Risiko. Grundsätzlich ist es aber auf jeden Fall so, dass ich auf der Oberseite mindestens nochmal auf einen Retest der 200-Tage-Linie hier gehen würde. Aktuell verlaufen um 25. Das bedeutet also, wenn ich hier gegen die 22,50 mich positioniere, auf der Oberseite die 25 anstrebe, das sind dann also 2,50 Risiko, Entschuldigung, Chance. Und ich würde hier an dieser Stelle mit einem 50 Cent Risk handeln, dann hätte ich ein CRV von 5 zu 1 an dieser Stelle. Das könnte ganz interessant werden, aber nochmal, das setzt erstmal voraus, dass wir diesen Break höher zu sehen bekommen und natürlich dann auch entsprechend den Retest der 22,50er-Region hier an dieser Stelle. Dieses Bild erinnert mich übrigens auch hier gerade an beispielsweise Ethereum oder auch Bitcoin, habe ich gestern auch einen Blick drauf geworfen gehabt. Stichwort war da die 4000er-Marke. Auch hier gab es eine sehr starke Reaktion auf diese zunächst ja, also auf die Fed grundsätzlich, also da war unweigerlich erkennbar, wir haben einen kurzen Push gesehen auf der Unterseite, dann eine recht starke Gegenbewegung und jetzt haben wir einen Close oberhalb hier von 3.900 Dollar gesehen. Vielleicht wird der ein oder andere sagen, psychologisch ist die 4000er Region relevanter. Aber egal wie man es dreht, egal wie man es wendet, das ist auf jeden Fall ein bullischer Schluss gewesen. Auch wenn übergeordnet hier diese Abwärtssequenz noch gegeben bleibt, aber also das heißt hier, ich mache das mal anders farblich. So, also das heißt diese Abwärtssequenz, die ist weitergegeben. Aber was auf jeden Fall ersichtlich ist, ist, dass diese Trendlinie hier potenziell gehalten hat werden können. Nach diesem Flash-Crash, den wir hier am Anfang im Dezember gesehen haben. Und jetzt ist es einfach so, sollte es nochmal, das setzt natürlich voraus, dass es solch einen Push rückwärts gibt, aber sollte es hier im Falle eben des Ethereum-USD-Preises nochmal zu einem Retest der 3900er-Region kommen, die aber dann gehalten werden wird können, dann könnte das ein ganz interessantes Long-Szenario sein. Das ist eine ähnliche Herangehensweise wie hier im Falle von Silber, nur mit dem Unterschied, dass Ethereum bereits den Break höher und die Rückeroberung dieses relativen Tiefs hier auf den Weg gebracht hat, sehr dynamisch. Also das ist ungefähr die Region, um 3.900 US-Dollar ungefähr. Also das scheint mir durchaus interessant zu sein. Ein Szenario, also Retest dieser Region, das sind die gestrigen morgendlichen oder europäischen Hochs. Alternativ sehen wir jetzt eine Konsolidierung und setzen dann gleich das nächste Leg-Up an, welches uns deutlich tief zurück über die 4.000er-Marke führt. Und dann sehen wir auch, dann relativ zügig sind wir eigentlich im Bereich der Allzeithochs hier um 4.800 Dollar. Also auch das im Kryptobereich, glaube ich, ganz, ganz attraktiv aktuell. Und definitiv einen Blick wert. Jetzt muss ich kurz noch mal überlegen. EURUSD hatten wir, Gold hatten wir, Silber hatten wir auch. Hatten wir noch irgendwelche Einzeltitel, die wir beleuchten wollen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Tesla ist vielleicht ein Blick wert. Wir könnten mal kurz einen Blick werfen auf Roku. Hier oben, da kann man es erkennen. Gestern unfassbar schlecht gelaufen. Also wirklich, ich bin eigentlich ein Fan von Roku. Ich glaube, dass das Unternehmen ein extrem starkes Wachstumspotenzial auch hat. Und ich dachte eigentlich schon, dass hier nach diesem recht scharfen Gap-Up, das ist ziemlich genau eine Woche her, das war letzte Woche am 15., ja genau, das war am Mittwoch, dass es auf der Unterseite war und dass wir uns sehr deutlich gegen die 200 abstoßen können. Da hatte sich gezeigt, dass ein Konflikt, der sich mit YouTube gezeigt hatte, ich muss jetzt nochmal ganz genau schauen, wie ich das zusammenbekomme, aber ich glaube, es ging darum, dass man YouTube von den Streaming-Diensten von Roku irgendwie ausschließen wollte, infolge irgendwelcher rechtlichen irgendwas. Und das war was, das schwebte so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert eigentlich über dann in dem Fall Roku ganz besonders, in diesem derzeit sowieso decelerating Environment, also diesen sich wachstumstechnisch abschwächenden Umfeld, plus mit einem Giganten wie Google willst du jetzt eigentlich nicht wirklich eine Rechtsstreitigkeit haben. Also nett formuliert, besonders nicht als so ein starkes Wachstumsunternehmen wie Roku es eben ist.
Und dann kam eben die Meldung, dass dieser Konflikt beigelegt sei. Und das hat dann erstmal dazu geführt, letzte Woche Mittwoch jedenfalls, dass wir ein scharfes Gap abgesehen haben und dann über 20% Aufschläge für den Tag insgesamt, inklusive des Gaps, eben verzeichnet hatten und zurück über 260 gelaufen waren. Und da hatte ich eigentlich schon gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht der Startschuss. Sehen wir vielleicht an den kommenden Tagen nochmal, das war dann so ein kleiner Pull-in an dieser Stelle, sehen wir vielleicht einen Versuch, das Gap zu schließen. Wenn das gehalten wird, dann ist ein sehr, sehr bullisches Signal an der Stelle, besonders auch, weil das das höchste, das können wir hier sehen. Ich kann es mal ganz kurz bei Filmes reinholen. Das war das höchste Volumen auf diesen, da kann man den sehen, dieser grüne Balken. Ich hoffe, dass man den erkennen kann. Das war aufs gesamte Jahr betrachtet das höchste Volumen, was gelaufen ist. Das war sogar höher. Ich mache ganz kurz hier auf dem Weekly. Obwohl, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Quatsch an der Stelle, weil das ist ein Wochenchart an der Stelle. Aber selbst das war ein höheres Volumen als das, was wir im März gesehen haben, als die Turbulenzen waren. Und das war meiner Einschätzung nach, war das ein sehr, sehr starkes Signal. Ja, und dann sehen wir nicht nur den Gap Close, sondern dann sehen wir auch, dass jetzt sogar gestern neue Tiefs markiert worden sind, sind sogar unter die 200er-Marke gelaufen. Und das ist natürlich alles andere als positiv. Was jetzt allerdings so ein Rettungsanker ist, ist natürlich solch eine Haltung der Fed, beziehungsweise die Reaktion des Marktes darauf. Es könnte sein, dass die Aktie jetzt hier auf diesen kurzen Flush, oder auf der Unterseite, nochmal wie so ein Phishing-Moment hatte und jetzt vor einer schärfen Gegenbewegung steht. Also, was auch immer gestern die Schwäche, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich echt überrascht einfach, dass die Aktie derart unter Druck geraten ist. Aber nachdem wir haben dann die 200 auch auf Schlusskursbasis halten können und sich jetzt auch abzeichnet in Roku, dass wir potenziell, da unten ist eine Aktie, dass wir oberhalb von $200 hier eröffnen. Auch wenn das noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also eigentlich eine Bodenbildung, die willst du an der Stelle, oder von der sprichst du eigentlich erst, wenn wir die 260 zurückerobern. Und dann, selbst dann, müsste man mal abwarten. Ja, wohl, nee, da müsste man nicht abwarten, sondern dann wäre diese Abwärtssequenz auch gebrochen. Also diese Trendlinie würde dann in diesem Moment gebrochen werden. Da sind aber noch einige Meter, die gemacht werden müssen an der Stelle. Okay, das ist interessant. Rude schreibt gerade, Roku hatte Bad News. Dann gucken wir mal ganz kurz. Guck mal ganz kurz. Slips after Universal Electronics Claims Win. Ach so, irgendeine Patentgeschichte. Okay, interessant. Universal Electronics. Okay. Okay. Ja, das könnte das hier gewesen sein. Okay, also ich muss allerdings an der Stelle sagen, auch im Nachgang, ich bin mir nicht so sicher, ob das rechtfertigt, dass wir da in der Spitze, wir sind hier von 210, also Schlusskurs am gestern war Mittwoch, Dienstag lag bei über 220, dass das rechtfertigt, dass die Aktie hier über 10% gibt. Boah, weiß ich nicht. Also für mich, das sieht so ein bisschen nach Blow-off aus, ehrlich gesprochen. Wie gesagt, noch ist eine ganze Menge an Material aus dem Weg zu räumen und es ist nötig, dass die Aktie über 260 zurückläuft. Aber alles in allem bin ich eigentlich weiterhin für die Aktie verhältnismäßig positiv. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen overdone. Also ich würde jetzt derzeit zum Beispiel, ich hatte ja mal gesagt, Python. Sehr ähnlicher Kandidat mit Wachstumseinbrüchen natürlich, ausgehend von diesen massiven Vorschusslorbeeren über das Jahr 2020 gelaufen. Hier auch die Frage stelle, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Ne? Wenn man dieses Gap Down sieht, keinerlei Erholung in irgendeiner Form, das sich herauskristallisiert hat. Wobei ich allerdings wiederum sagen müsste, ist schon sehr stark ahead of itself gelaufen. Also wenn man sich hier anschaut, ich weiß gar nicht, wo das Multiple hier lag, wo wir getradet haben, aber das war schon ziemlich dramatisch überdehnt. Nicht, dass es bei Roku ähnlich war, aber vor dem Hintergrund des grundsätzlich starken Wachstumsausblicks, den die Aktie einfach hat, und vor dem Hintergrund auch der Earnings, die sich kontinuierlich, Earnings für Gewinn pro Aktie, weiter positiv darstellen. Und auch dieser Wachstumsausblick nur bedingt nicht erfüllt wird, also Stichwort Supply Chain Issues und also die vertreiben ja auch Hardware für ihre Streaming-Software. Und das war mit einer der Gründe, weswegen man hier auf den letzten Earnings Release diesen Move lower gesehen hat. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da war die, da, in diesem Bereich. Das war Anfang November. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich
bin für die Aktie grundsätzlich im übergeordneten Kontext recht positiv eigentlich. Also wie gesagt, das im Endeffekt sagt dir der Preis dann, ob du positiv sein solltest oder nicht, und derzeit ist es nicht so. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir zeitnah zügig zurück eben hier über diesen Bereich 260 laufen, diese Abwärtssequenz brechen. Und ich glaube, die Aktie hat dann auch einiges an Potenzial auf der Oberseite. Ich weiß gar nicht, das Analystenziel, das durchschnittliche, ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, das liegt bei, ja, weit über 300 Dollar, 370 Dollar. Also es gab einige Downgrades. Die Aktie, die hatte zwischenzeitlich mal Kursziele bei weit über 400 Dollar. Schätzen wir mal an der Stelle, oder beziehungsweise warten wir mal ab. Nochmal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, hier ein bullisches Bild zu skizzieren, aber so ein bisschen macht das den Eindruck auf mich, als wenn das gestern so ein potenzieller Flush-Out, Blowout war auf der Unterseite. Noch nicht long, ist noch zu früh, also längerfristig, mittelfristig sprechen wir. Kurzfristig, glaube ich, ist das ein interessanter Kandidat. Trading-technisch, besonders wenn wir hier die 200 halten können, dann könnte man heute in diesem Zusammenhang wahrscheinlich sogar vielleicht einen Großteil einer Gegenbewegung der gestrigen Abschläge vielleicht erwarten, besonders im übergeordnet bullischen Umfeld. Und wenn auch besonders der übergeordnete Markt dann hier so ein bisschen Windschatten liefert an der Stelle für so ein Beat-and-Down-Name. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde die Aktie für die kommenden 12 Monate definitiv auf dem Schirm haben und könnte mir vorstellen, müsste ich eine Wette abgeben an der Stelle, müsste ich eine eingehen, würde ich sagen, wir werden auf jeden Fall höher notieren in 12 Monaten von jetzt ausgehend von dem fundamentalen Zeit. Vorausgesetzt natürlich bleibt alles ruhig am Markt, ne? Das steht alles außer Frage. Aber ich bin grundsätzlich eigentlich positiv. Allen voran, wenn es eben gelingt, hier früher oder später diese Abwärtstrendlinie zu brechen und dann über 260 zurück zu pushen. Ja, das noch an der Stelle zu einem Einzeltitel. Schauen wir einfach mal. Ich gucke mal, ob ich einen Plan dafür formuliert bekomme heute, einen Gameplan. Wie gesagt, es könnten einige Tech-Names eben durchaus interessante Kandidaten sein, besonders wenn sich eben übergeordnete Korrekturbewegung abzeichnet. Bis dahin, bis zu den US-Märkten, bis die heute Nachmittag eröffnen, habe ich heute, das habe ich gestern, ich habe das leider falsch getimt, eigentlich sollte das heute Abend um 18 Uhr einlaufen, habe dann festgestellt, dass ich das heute Nacht bereits habe einlaufen lassen. Das ist ein neues Trading-Tutorial bei mir im Kanal. Ich gebe euch mal ganz kurz hier einmal den Link. Das ist ein Trade, den ich letzte Woche in Lucid gemacht habe. Auch Lucid ist ein ganz interessanter Titel aktuell. Ich habe leider, Dienstag war es, gestern habe ich mich mit Ausblick auf die Fed nicht positioniert, aber ich habe leider am Vortag habe ich einen Fill nicht bekommen. Also ich hatte zwar das Limit gelegt bei 37,85, wir sind bei 37,83 gehandelt worden, aber es waren nicht ausreichend Stücke verfügbar an der Stelle und dann ist mein Limit übersprungen worden und infolgedessen habe ich den Trade leider nicht bekommen. Es hat sich dann sehr, sehr schön entwickelt. Ich hatte allerdings auch schon in der Vorwoche und deswegen hatte ich habe mit Lucid einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, sehr schön tradingtechnisch, habe dann eben das hier als Basis genommen für ein Tutorial an der Stelle. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also schaut euch gerne das Tutorial an, lasst gerne einen Kommentar auch hierzu da und soweit wäre es das jetzt erstmal meinerseits für heute gewesen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und wir hören uns wieder dann morgen 10.30 Uhr zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets am 17.12.2021 und soweit meinerseits. Also, happy trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.